Kaffee mehr trinken, Geburtstagsgeschenk von dir. Du spielst mit dem Feuer. Mit dem Feuer? Wie viele Kaffees gibt's heute noch? Fünf. Was ist heute? Donnerstag. Ist heute irgendwas Besonderes? Schönes Wetter. Hier ist ja die Yoga gemacht. Das ist besonders. Voll gut. Ich weiß ja immer, wie gut es mir tut, aber der innere Schweinehund hält mich an, immer wieder verrückt, dass es gut schmeckt. Also ehrlich gesagt, ist es das Ohrkatzel, was ihm zurückhält. Das ist auch, nicht der Schweinehund. Jetzt habe ich mich wieder aufgerichtet, gell? Aber er hat mich gesehen, wie ich von oben runterkam. Auf allen Vieren. Katrin hat mich total fertig gemacht. I am watching you. Was wünschst du dir heute? Ich für die Frau. Einen Frieden. Einen Frieden. Eigentlich eine gute Meditation. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños lieber Julius, cumpleaños feliz. Bleib auf keinen Fall so wie du bist. Entwickel dich immer weiter. Und ja, aber behalt deine Werte, was du jetzt eigentlich auch hast bei dir. Die sind echt super. Und ja, lieb dich echt gern so wie du bist. Aber trotzdem entwickel dich weiter. Ihr kleiner Julius. Ihr kleiner. Lieber Julius, ich hoffe, du hattest und hast einen wunderschönen Geburtstag und ich freue mich auf noch viele kommende und bin schon ganz gespannt, wo wir die überall erleben werden. Und ja, ich bin froh und dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe und freue mich einfach, dass es dich gibt. Alles Liebe! Lieber Julius, ich wünsche dir auch alles Gute für dich und deine Familie, ganz viel Glück und Liebe und dass ihr in Freiheit ein selbstbestimmtes Leben weiterführen könnt. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir Zeit zusammen verbringen können, so intensive, schöne Zeit. Es ist echt schön, dass es dich gibt. Voll schön, dass es dich gibt. Ich mach mich nackig. Darf es auf YouTube? Wenn du willst, richtig die Klicks haben. Kannst du halt fixen.
Lieber Julius, jetzt bin ich an der Reihe, mal was zu sagen. Und jetzt werde ich dir auch mal was sagen. So geht's nämlich nicht. Julius, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir natürlich viel Glück, Gesundheit. Das ist ja klar. Aber vor allem wünsche ich dir, dass du das machen kannst, was du dir wünschst. Mir bleibt nur zu sagen, lass es dir stets gut gehen. Lass uns weiter den Laufplan verfolgen. Und sei ein nettes Urkatzel. So, jetzt will ich euch kurz noch den letzten Stunden zeigen von dem Urkatzel. Das letzte Abendmahl, oder? Vom Geburtstag. Was? Das letzte Abendmahl. Das letzte Abendmahl, ja, so ist es. Also es gab Rohkostpizza, da ist nur noch so ein bisschen was übrig. Und was ist das? Sag mal. Lasagne. Ist das nicht Lasagne? Lasagne. Lasagne. Lasagne, sag mal, ist da Käse drauf? Und Fleisch mittendrin. Richtig echter Käse. Kuhmilch. Also hat man Käse. Richtig drauf gehabt. Die Kuchen ist da. Die ist ja so beschicken oder was? Mhm. Ist ja voll. Wurde entführt von dem da, Bauchkatzel. Kein Kaffee heute bekommen, oder? Ganz spät. Ganz spät, da war es schon finster. Ja. Aber jetzt Lasagne, dein Lieblingsgericht? Ja. Kaffee bekommen, Lasagne bekommen. Und ich glaube, ich kriege halt nur einen Kaffee. Echt? Ne, sagt er ja nicht noch. Er kommt immer mit.